Hi, willkommen bei DGV. Ich bin's, euer Doomsday. Willkommen zu meinem Einblick in Immortals Phoenix Rising für die PlayStation 5. Ja, ich habe es geschafft, mir das Spiel zu besorgen für heute. Und ich möchte euch jetzt gerne das Spiel zeigen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Also, ohne groß zu reden, legen wir los. Let's go. Und übrigens ist das von Ubisoft, also vielleicht ein Assassin's Creed Light? Wer weiß. Let's go. Ja, man sieht schon, hat schon sehr Ähnlichkeit mit Assassin's Creed von der Steuerung her, im Interface. Ja, können wir so lassen. Eieieiei, was ist hier los? Na. Ruhig. So. Sachen gibt's. So, Grafikmodus. Wir wollen natürlich Performance. Ich muss mir leider noch einen 4K-Monitor holen, damit ich auch Qualitätsmodus spielen kann. Aber das kommt später erst. Let's go. Wir möchten ein neues Spiel. Was online spielt? Okay, neues Spiel. Wir möchten Schwierigkeitsgrad, na normal. Ja, ja, let's go. Bezauberte Hera, heilige Mutter, weise Athena, mächtiger Poseidon, Erderschütterer, treue Artemis, die nie ihr Ziel verfehlt und selbst das Herz eines Kolibris durchbrochen könnte. Nichts als Schweine. Allesamt, ich kann dich sehen. Komm näher. Nichts hiervon ist deine Schuld. Du bist das Opfer, wie alle Sterblichen, erschaffen von Narrenhand. Zur Bilder eines gesprungenen Spiegels. Siehe deine Götter. Diese hier tötete 6 Kinder, um ihre Wut zu stillen. Sie streiten, brennen vor Neid, betrügen, kämpfen, morden. Sie sind grausam, rachsüchtig, egoistisch. Und, wie die Verse des Achilleus, werden ihnen diese Schwächen zum Verhängnis. Wir sind solche Laster fremd. Der Rest ist gefallen. Nur einer steht noch zwischen mir und der Wiederherstellung des Olymps. Nur der übelste, arroganteste, engstirnigste, anmaßendste Sohn von Kronos, der mich unter die Erde verbannte. Der einzige wahre Zeus! Wie ich dich vermisst habe, Prometheus, liebster meiner Vetter. Du ließest mich hier festketten, wo ein Adler meine Leber frisst. Aus Liebe! Aha. Du brauchst Hilfe. Typhon ist frei. Du standest auf Seiten seiner Verbündeten, der Titanen. Überzeuge ihn aufzugeben. So einfach ist das nicht. Er blockiert sogar meine Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen. Ich sehe nichts außer ihm. Na los. Strafe mich. Ich kann nicht. Er hat meinen Blitz. Er nahm mir alles. Selbst die anderen Götter sind weg. Geh zu den Sterblichen. Vergebens. Diese boshaften, dummen und geschmacklosen Parasiten wurden zu Stein verwandelt. Einer dieser Parasiten wird dir den königlichen Arsch retten. Ich lasse mir meinen hübschen Arsch höchstens küssen.
Und Sterbliche werden nie was anderes sein als ein großer Fehler. Willst du darauf wetten? Wenn ich recht habe, war es wohl eher ein Segen, ihnen das Feuer zu bringen und ihr Überleben zu sichern. Findest du deine Strafe ungerecht? Sie ist etwas extrem. Lässt du dich darauf ein? Wenn du gewinnst, setze ich die Strafe aus und du bist frei. Doch, gewinne ich, hilfst du mir, Typhon aufzuhalten, koste es, was es wolle. Also gut. Möge die Geschichte von Phoenix meine Erlösung sein! Oh nein, eine deiner Geschichten. Wie lange wird es diesmal... Die Geschichte beginnt auf dem Meer. Ein Schiff mit Soldaten kehrt von einer fernen Schlacht zurück. Doch ein plötzlich aufziehender Sturm trübt ihren Triumph. Die See wogt und wütet. Wellen türmen sich auf. Die Grenze zwischen Himmel und See verschwindet. Die Gipfel der Wellenberge schlagen um und bilden Täler so tief wie der Tartaros. Du trägst aber ganz schön dick auf. Das ist Kunst, wie dem auch sei. Das Schiff hatte keine Chance. Am Morgen ging die Sonne über den wenigen Überlebenden auf. Dort unter den unbedeutenden Schildträgern gab es ein Menschenkind, das von der Schlacht träumte, aber kaum je einen Kampf gesehen hatte. Sage es nicht! Oh, ich könnte selbst Charakter erstellen, okay. Männlein oder Weiblein? Ah, da ich Assassin's Creed Valhalla mit einer Frau gespielt habe, werde ich mir hier mal einen Mann machen. Ist nur die Frage, wo ich das Geschlecht ändern kann. Zufällig? Hier haben wir Männlein. Sturm! Aufwachen! Ich muss aufwachen! Ah, hier hätte man es umstellen können, okay. Ein bisschen dunkler. Wie wenn ich am Strand war. Müssen die eigentlich alles kommentieren, was ich hier einstelle? Ein Gesicht wie... Ich sehe es vor meinem Inneren so ein Gesicht. Wie verbranntes Brot. Die Augen hätte ich gern blau oder grün. Ah, blau. So, Haare. Das sind irgendwie nur Frauenhaare. Naja, okay. Oh, Wikinger-Style. Machen wir einen auf Assassin's Creed. Feuer! Dunkles Feuer! Wie wenn Poseidon Seenröte ist. Erstmal schwarz. So. Bemalung. Nochmal einen auf Kratos. Augenbrauen. Ja, das ist mir eigentlich egal. Mit einem Bart. Oh Gott. Ja, komm, nochmal gleich einen auf Kratos. Das ist gut. Stimme. Der Sturm. Aufwachen! Der Sturm! Der Sturm! Aufwachen! Ich muss aufwachen! Dann übernehmen. Da! Ich sehe ihn ganz deutlich! Der geringste unter ihnen war ein Schildträger, der von der Schlacht träumte, aber kaum je einen Kampf gesehen hatte. Jemand, der Geschichten erzählt, doch niemand, der sie erlebt. Phoenix. Was für ein Name! Phoenix! Klingt wie das Geräusch, das ein dummer Vogel macht, ehe er sich selbst entzündet. Und das wäre ja lächerlich. Obwohl, ich sollte das aufschreiben. Angespült an einer fremden Küste erwachte Phoenix.
Sieht aber sehr jung aus. Lochagos! Schiffsführer! Hört mich jemand? Wenn ich den Strand verlassen will, muss ich diese Klippen erklimmen. Oh, jetzt machen wir ein Spiel. Ein ganz schön hoch ging der Junge. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Erreichen die Spitze der Klippe. Kann man. Warte mal. Kurz auf Option. Ich hätte gerne die Geschwindigkeit ein bisschen höher gemacht. So. Ist das jetzt übernommen? Ja. Gut. Ja, ist schon ein bisschen besser. Klettern, ja, Ausdauer. Ach ja, das Spiel ist übrigens so eine Anlehnung aus Zelda Breath of the Wild. Somit wird zumindest verglichen. Deswegen schauen wir mal. Was bist denn du hier? So ein versteinerter Soldat? Okay. Hinten leuchtet was. Phoenix sah seinen Schiffsführer und die Soldaten in der Ferne. Durch einen Streich des Lichtes wirkte es beinahe, als würden sie ihm zuwinken. Phoenix! Stein. Du wieder! Du magst nicht wie dein Bruder Lykyron sein, aber ich mach schon noch was aus dir. Halt meinen Schild. Lass ihn dieses Mal nicht fallen. Ich hab dich gar nicht gesehen. Gib nichts auf ihr Gerede. Die sind nur neidisch. Nicht jeder kann einen Bruder haben, so wie du ihn hast. Lochagos! Lochagos, kannst du mich hören? Du bist so kalt. Was ist das für ein Zauber? Medusa, hä? Lykyron, wo bist du, Bruder? Allein und unbewaffnet war Phoenix verwundbar. Ich muss ruhig bleiben und an meine Ausbildung denken. Finde eine Waffe. Kompass. Verwende den Kompass, um Ziele zu finden, um dich in der Welt zu orientieren. Ja, ach, wir erstmal hinten das Leuchten da einsammeln. Da war was, da am Baum. Hilfe. Ausdauer, wenn du wenig Ausdauer hast, halte gedrückt, um deine Ausdauer mit einem blauen Pilz wiederherzustellen. Okay. Kann man eigentlich überall hochklettern? Ja. Gut, dann gucken wir mal nach einer Waffe. Das Schwert meines Bruders. Nein! Lykyron! Bruder! Den hat's böse erwischt. Du warst immer mein Held. Mein Polarstern. Ich bringe dich zurück. Versprochen. Noch nie hatte Phoenix das heilige Schwert, ein Geschenk von Achilleus für Tapferkeit in der Schlacht, anfassen dürfen. Es lag in seiner Hand, als wäre es für ihn angefertigt worden. Achilleus Schwert? Sein Bruder konnte bestimmt gut kämpfen. Stimmt was nicht mit deiner Stimme? Ich habe kein Schwert bekommen. Ich sag's ja nur. Phoenix sah auf. Er war nicht allein. Bei den Göttern! Zurück!
Er machte sich bereit für seinen ersten echten Kampf. Okay. Ah, Felix ist auch ausweichen, wie bei Assassin's Creed. Die Erinnerung an seine Ausbildung kehrte zurück. Ey. Das Kämpfen fühlt sich locker flockiger. Doch, er sparen könnte. Bis jetzt zumindest noch nicht. Von dort oben verschaffe ich mir einen Überblick. Da es ja von Ubisoft ist, dürfen natürlich Aussichtspunkte nicht fehlen, ne? Die müssen ja in jedem Spiel drin sein bei Ubisoft. Aber es ist optisch gesehen mal erfrischend von Ubisoft, das Spiel. Ich habe noch nie eine so große Statue von Hermes gesehen. Wer sie wohl erbaut hat? Von Gefahren umgeben und ganz allein war unser Held dennoch entschlossen, die Soldaten und seinen Bruder zu retten. Langweilig! Schenken wir uns den Teil. Nein, das ist sehr wichtig für die Atmosphäre. Not so ist er hin. Es ist wichtig für die Atmosphäre. Hermes, alter Freund, es ist mir eine Ehre, dich endlich persönlich zu treffen. Sag nur niemandem, dass ich mit dir geredet habe. Ich habe schon mehr als genug Ärger, weil ich lieber Geschichten auswendig lerne, statt die Felder zu bestellen. Und die anderen Soldaten erst, also die, wissen gute Geschichten wirklich nicht zu schätzen. Meine Frage, wie kann auf Stein eigentlich so viel Gras wachsen? Moos würde ich ja verstehen, aber das hier? Ah ja, ist ein Spiel. Aber was haben wir hier Schönes? Ambrosia. Was ist das? Es riecht wie Honig und der erste Frühlingstag und mein erster Kuss. Alles auf einmal. Zieht Phoenix sich jetzt auch Ambrosia rein? Prometheus! Angst, deine Wette zu verlieren, Zeus? Bitte, er kann eh nicht damit umgehen. Noch nicht. Kann ich nicht mal lesen. Ist da oben noch irgendwas? Nein. Gehen wir mal hier aufs Käppchen. Erkunden. Phoenix Schicksal wurde immer klarer. Bisher hast du mir nur einen Sterblichen gezeigt, der einen Kampf überstanden hat. Und Typhon wird mit jeder Stunde stärker. Spiel nicht mit mir, Prometheus. Ich schwöre dir, dieser Krieger ist unsere Rettung. Denn wenn er scheitert und Typhon uns besiegt, Zeus, König der Götter, wird die Welt ins Chaos stürzen. Ein Tempel des Apollon. Vielleicht gibt es dort ein Orakel oder einen Seher, der mir helfen kann. Ein Greif? Aber die gibt es doch gar nicht! Lass mich los! Hilfe! Hey! Ich rette dich! Ich komme! Ich muss einen Weg zu diesem Riss finden. Wilbert Tartarus entdeckt. Warte mal, hier gab es noch was zum Entdecken. Ja. Da kann man Sachen markieren. Das ist ja krass. Interessant. Große Lira entdeckt. Was gibt's hier noch? Wir gucken mal, was wir hier alles entdecken können. Truhe. Das war die Herausforderung. Na? Truhe. Ah, mit dem, hier muss man auch mit R2 ein bisschen Dollar drücken, weil es Widerstand gibt. Interessant. Warum auch immer. Was ist hier noch? Ambrosia entdeckt. Ach Gott, man kann ja jede... Oh ja. Okay.
Nochmal Ambrosia. Truhe. Ambrosia. Was haben wir hier? Nochmal, gibt schon viel von dem Ambrosia. Müssen wir bei Gelegenheit auch mal gucken, was es hier so für Trophäen alles gibt. Okay. Da ist man jetzt schon eine Stunde erst beschäftigt, hier die Sachen zu erkunden. Also die Umgebung. Gibt's hier noch was? Na, immer hier was Richtige findet. Na. Jetzt. Also ist auf jeden Fall ein Spiel, was sehr viel Zeit frisst. Genau wie Assassin's Creed. Allerdings kommt das Spiel zum ungünstigen Zeitpunkt, weil nächste Woche kommt Cyberpunk. Karte. Leben und Tod. Der Freund, der sich in der Krallen des Greifes wandte, stürzte in der Nähe des leuchtenden Risses auf der kleinen Insel ab. Er braucht eine Heldengestalt. Alles klar. Was haben wir noch? Inventar. Okay. Plus 13 Schaden durch Schwertkombos bei voller Gesundheit. Da gibt es auch noch einiges zum Ausrüsten. Und Fähigkeiten. Habe ich schon einen Fähigkeitspunkt? Ah, ja. Okay. In der Luft. Ein paar Fähigkeiten hat man schon gelernt. Parieren, L1 und R1. Ah, das wird, denke ich mal, noch erklärt. Wie komme ich runter? Der Tümpel! Schade, kein Heuhaufen. Der Tümpel hier. Okay. Wäre witzig gewesen, wenn jetzt noch ein Heuhaufen gewesen wäre. Phoenix spürte Ligyrons Klinge bei jedem Schritt. Ihr Gewicht erinnerte ihn an die Verantwortung, die auf ihm lastete. Du gabst dein Schwert Ligyron? Oh, Achilleus. Ich habe nie verstanden, warum du erwartet hast, Achilleus würde dir sein Schwert geben. Oh, als Opfergabe. Als ganz gewöhnliches Opfer von jemandem, der dir tief in die Augen geblickt und gesagt hat, du wärst etwas Besonderes. Hello, okay. Das ist alles. Ich legte eine Rose auf seinen Panzer. Ich hab da was im Auge. Erzähl weiter. Aber rennen kann man nicht, oder? Ich will mal kurz das Ambrosia. Da komm ich nicht rüber. Oh, ja, das sehe ich auch gerade. Na gut, dann machen wir doch erstmal die Quest. Was passiert, wenn die Ausdauer leer ist? Er trinkt aber. Oh oh. Yep. Gut, also soweit kann ich nicht schwimmen. Dann machen wir doch außen rum. Hier ist noch eine Harfe. Schauen wir mal, was das ist. Warten.
Singe, o Muse, von Hermes, dem Glückbringer Boten der Götter. Er, der mit Menschen und Göttern fast ohne Eigennutz umgeht. Ganz allein nur die Nacht weiß von all seinen trickreichen Streichen. Klingt nett. Von wem ist das? Von meinem Lieblingsdichter, der nur leider noch nicht geboren ist. Ja, und ich kann jetzt hier im Moment nichts machen. Ich will mir Melodien merken, aber... Okay. Dann ein andermal. Haben wir noch Bild. Oh, was ist denn das da? Ein Bär. Oh, da macht Schaden. Nicht gerade wenig. Okay. Also die Runen kannst du hier auch wieder nicht parieren, wie bei Assassin's Creed. Ja, stark. Das wird mir jetzt vergangen. Nicht mehr ausweichen ist eigentlich gut machbar. Und tschüss. Goldbernstein. Ach komm. So. Easy. Oh, was ist das hier? Hm. Was liegt da denn? Axt. Schauen wir mal, ich kann hier hochklettern. Nope, kann ich nicht. Schade. Ich bin etwas falsch, sehe ich gerade. Äpfel wären jetzt nicht schlecht. Anders als das sterbliche Fleisch, das zu Stein erstarrt war, spross der Granatapfel trotzig weiter und strotzte vor Leben. Hohe Poesie für etwas, das Sterbliche sich in den Mund schieben. Handeln davon nicht die besten Gedichte? Mal gespannt, was man das an Poesie braucht. Hat ja was mit Aphrodite zu tun, ne?
Auch eine Droge, glaube ich, gewesen. Ja. Hallo? Kannst du mich hören? Ich komme! Axt. Ich hab deine Axt! Phoenix näherte sich der Axt, die nach ihm zu rufen schien. Sieht aus wie die Axt von Atalante. Muss eine Kopie sein. Obwohl... Doch bevor Phoenix sie erreichte, wurde die Axt von einer unheimlichen Kraft in den Abgrund gerissen. Wer klopft da an meine Tür? Niemand? Glaubst du, dieser alte Trick funktioniert bei mir? Komm in meine Stube, sagte der Kyklop zum Seemann. Erkunde das mysteriöse Gewölbe. Gibt's noch Äpfel? Nein. Oder? Doch, da. Bisschen Heilung wäre, glaube ich, sinnvoll, oder? Da kann der Junge nicht rennen. Scheinbar nicht. Das war dann wohl Phoenix Ende. Wahrlich eine hübsche Geschichte. Ehrlich gesagt hatte sie ein paar Längen hier und da, aber wow. Mit dem Ende hast du mich gekriegt. Doch nun begleiche deine Schuld. Es wird Zeit, dass du mir gegen Typhon hilfst. Es ist noch nicht vorbei. Noch lange nicht. Tja. Das ist witzig. Was? Wo bin ich hier? Du besitzt Übergang in den Abgrund. Eins Schwierigkeit oder was? Ein Kopf. Was war das nur für ein seltsamer Ort? Der Tartaros! Wo genau war Phoenix hier gelandet? Tartaros! Der scheußliche Abgrund, in den ich Typhon gesperrt hatte. Bei seiner Flucht muss er Risse in den Gewölben der Unterwelt verursacht haben. Du weißt es, ich weiß es. Sag's einfach. Phoenix war im Tal. Ja. Ich hasse dich. Aber ist es so nicht spannender? Nein. Erzähl weiter. Entweder sehr mutig oder sehr töricht von dir, Menschlein. Mal sehen, ob du meine Herausforderung meisterst oder scheiterst wie alle anderen. Wer ist da? Hallo? Steht doch da, muss nur lesen, Keule. Ah, ist eine Kiste. Kisten sind immer was Schönes. Tränke. Okay. Aha. Interessant. Also der wird wieder hier rübergebracht. Warum auch immer. Ich fahr wieder rüber, kann ja hier einsteigen. Oh. Ich dachte, er würde sich festhalten. Hat er nicht gemacht. Nun, komm ich hier hoch? Ja.
Warum schaffe ich nicht? Da ist auch noch eine Plattform. Wie gehen die denn hoch? Kann ich die Hebel mehrmals benutzen? Nimm die Axt. Eine Axt. Nee, die habe ich ja nicht eingesammelt, oder? Nee. Okay. Sehe ich irgendwo einen Hebel? Die zwei Plattformen müssen doch hoch. Den Sprung schaffe ich definitiv nicht. Okay, und nun? Check ich nicht. Wieso kommen die zwei Dinger nicht hoch? Warte mal, ich will den Hebel nochmal benutzen. Was passiert denn dann? So, das war für die zwei. Ah, wow. Hätte ich den Hebel mal umgelegt gelassen. Fail. Oh, schwingen. Sind das Flügel? Phoenix tastete sie ab und merkte, dass einige Teile fehlten. So als hätte sie jemand oder etwas auseinandergerissen. Sie scheinen von Menschenhand gemacht zu sein. Ob sie wohl funktionieren? Und wenn ja, brauchen wir schwingen. Ja, sogar. Doppelsprung. Okay. Die Axt. Die Axt von Atalante. Sie war die tödlichste und schnellste Jägerin und wurde doch von Typhon besiegt. Hatte ich sie nicht verwandelt? Du hast viele Leute in vieles verwandelt. Ich sollte weniger trinken. Ja, Tutorial für die Axt jetzt, ja? Dein Ende ist nah. Die wegfliegen ist cool. Aber zum Angreifen braucht man keine Ausdauer. Die Axt brauchen wir mit Schild zu verbrechen. Du stehst immer noch. Ich spüre etwas.
Besonderes in dir. Ah, okay. Einer meiner Blitze! Zerschmettert und von Typhon versteckt. Es ist vorbei. Phönix ist Helios Asche. Niemand übersteht diese Blitze außer mir. Ach, wirklich? Huh. Und wieder Ende. Eine Nachbildung von Zeus Blitz? Als ob. Energie durchströmte Phönix. Mehr als er ertragen konnte. Was passiert mit mir? Tschüss, Sterblicher! Und dann hörte es plötzlich wieder auf. Nein! Die Flügel haben den Blitz geerdet. Sie können Stürmen standhalten. Ist das denn möglich? Und doch ist das nur der Anfang. Ja! Nett. Axtangriffe. Nachdem er sich in die Abgründe des Tartaros gestürzt und diese überlebt hatte, entstieg Phönix dem Riss siegreich. Vorerst! Dieser Fremde, dem ich gefolgt bin, wo ist er hin? Mit den Flügeln könnte er über die alte Brücke fliegen und es herausfinden. Aha, okay, jetzt sind wir über die Brücke. Ich würde nicht irgendwelchen Müll umschnallen. Wer weiß, wo die vorher waren? An vielen Abenden hatte Phönix die Geschichte des genialen Erfinders Daedalus und seine außergewöhnlichen Flügel erzählt. Vielleicht hat sie jemand kopiert, malte sich Phönix aus. Also Müll. Oh, vielleicht sind sie verflucht. Interessant, jetzt muss ich zur Brücke zurück. Also Blitze von Zeus geben mir mehr Ausdauer. Also es ist wichtig, den Tartarus zu besuchen. Dann gehen wir doch mal jetzt zur Brücke. Ich finde schade, dass er irgendwie nicht rennen kann. Wow. Kann er doch. Ab jetzt. Okay. Ich sollte mich echt öfters über irgendwas beschweren, weil dann kommt Tutorial dafür. Witzig. War knapp. Ich werde dir helfen. Halt durch! Oh Götter, wenn doch nur Ligyron hier wäre. Er ist der berühmte Held, nicht ich. Was soll ich nur tun? Die Dämonen aus dem Tartaros mit Geschichten einschläfern? Was haben wir hier? Oh, hier Wettrennen oder was? Was mit den Gegner platt machen. Und tschüss. Hier soll ich Wettbewerb machen, also. Oh, geschafft. Einsammeln. Charons Münze. Das wird der Fährmann. Komische Münze mit Charons Zeichen. Die hat Typhon auch geklaut? Charon spart doch für eine Brücke! Ja, okay. Ich meine, ich bin nicht so
einmal frei bewandert in der griechischen Mythologie, aber ein bisschen hat man ja auch was von Assassin's Creed gelernt, ne? Da hinten ist auch noch Ambrosia, aber ich werde es mal den Kollegen hier befreien. Muss hoch, ne? Ah, knapp hier. So, Keule, ich will dich mal retten. Schleichen gibt's auch. Da gibt's noch was Leckeres. Kiste. Eine Gorgone? Die gibt's wirklich? Was schimmert da so? Vielleicht könnte ich mich anschleichen. Aha. Das ist doch Assassin's Creed Style. Na komm, was hast du drauf? Nicht viel. Diese Armschienen, die kenne ich doch von Bildern. Herakles, das oder? Das können sie nicht sein. Ah, doch sie waren es. Herakles. Herakles, der stärkste aller Sterblichen, Bezwinger von Bestien, hatte Hera getrotzt und mit diesen Armschienen Unmögliches vollbracht. Und nun gehörten sie Phönix. Durch pures Glück. Halt! Ihr da! Kämpft mit jemandem, der bewaffnet ist! Verarschen hier die Leute. Nach dem glorreichen Sieg über die Gorgone, die Herakles aufgelauert hatte. Was soll denn das? Hast du einen Sprachfehler? Herakles? Ja, das. Naja, so spricht man diesen Namen aus. Das wäre mir zu anstrengend, aber es ist deine Beerdigung. Nur, dass ich unsterblich bin. Erinnere mich nicht daran. Okay, dann kriege ich die jetzt auf. Also mit der Stärke von Herakles kann man schwere Objekte bewegen. Aber das hier kann ich erstmal nicht aufmachen. Folge dem fliehenden Mann zu der Insel, die wie eine Schildkröte aussieht. Ah, jetzt sind die Gegner jetzt. Lol. Bei den Göttern, ich fühle mich, als könnte ich Berge versetzen. Ah, könnten die Armschienen nur meinen Berg versetzen. Bei Hades, heiratet doch, ihr zwei. Aufheben. Aufgeladener Wurf, R2 Helden, werfen allein. Ah. Verstehe. Und zack. Sogar One-Hit.
Ups, der war daneben. Muss ich beeilen, weil die Ausdauer ja schnell runtergeht. Der hat gesessen. Aber hier war auch noch einer. Hier ist keiner. Und tschüss. Ah, es ist schon wirklich schon ein bisschen Mischung aus Zelda und Assassin's Creed. Ey, aufzugucken. Macht man nicht. Ups. Das anvisieren kann man dann nicht. Weg mit dir. Gab's ja, ich gab's noch Äpfel. Okay. Gehen wir jetzt mal zu dem Kollegen. Schildkröteninsel. Oh, das war knapp. Ah, das wird er nicht schaffen. Nope. Gehen wir mal von hinten hoch. Mir sieht es leichter aus, denke ich mal. Ja, da braucht die Ausdauer ganz schön schnell, ey. Schaff ich so, auch nicht. Schade. Aua. Muss mal gucken, ob wir einen Weg finden hoch. Hier vielleicht. Hier sieht's besser aus. So, wo versteckt er sich hier? Oh, hier ist eine Kiste. Wo ist er jetzt hin? Was ist denn das für Schönes? Ah, das ist ein Baum, oder? Stolzen, ja. Hä? Stoppen? Wo ist der hin? Er ist unter mir. Ja, bin ich. Mach schon die Arbeit. Ich komme! Wie komme ich da rein? Das ist eine gute Frage. Was? Objekt ziehen. Kaputt werden? Anscheinend nicht. Was können wir denn jetzt ziehen? Hier, ich verstehe. Kann man auch ablassen, fallen lassen, Dreieck. Genau. Okay.
Das heißt, Stein, den hätte ich gebraucht. Machen wir mal so. Zack. Wenn er in dieses Loch gestürzt ist. Ich rette dich! Versprochen! Geht jetzt nochmal ein Taler aus. Also verstehe ich das richtig? Statt zum Tempel des Apollon zu gehen und mit dem Orakel zu sprechen, jagt Phoenix diesem Fremden hinterher? Phoenix war ein herzensguter Mensch und wollte diesem mysteriösen Fremden helfen. Doch er verlor nie die Tatsache aus den Augen, dass er dem Tempel des Apollon immer näher kam. Und damit auch eine Heilung für diesen furchtbaren Fluch, der seinen Bruder und die Soldaten heimgesucht hatte. Oh, erinnere mich, meine eigenen Fehler zu relativieren. Zeus, der ein herzensguter Mann war, brachte seine erste Frau dazu, sich in eine Fliege zu verwandeln und aß sie dann auf. Was? Deshalb meldet sich Metis nicht mehr? Ich dachte, sie besucht ihre Schwester in Babylon. Ups. Gut, die Rätsel sind jetzt nicht so schwer im Moment. Kann man das auch irgendwie bewegen? Easy. Das Was kriegt man hier? Odysseus. Bogen. Stefan, du kannst ruhig im Follow da lassen. Bogen des Odysseus. Große Macht erfordert mehr als nur gute Beinarbeit, Menschlein. Hast du genug Selbstkontrolle? Wer bist du? Komm und zeig dich! Ah, jetzt wird natürlich Bogen-Tutorial gemacht. Also die Pfeile füllen sich von alleine wieder auf, okay? Oh Gott, ey. Der Controller ist ganz schön widerspenstig. Zwei Ziele schienen leicht zu treffen. Das dritte jedoch verlangte nach dem Können eines wahren Meisterschützen. Vergiss es! Die Kinder heutzutage spielen mit Muscheln, flitschen Stein, starren Bilder an. Die sind alle hyperaktiv. Sagt der Gott, der glaubt, eine Woche sei eine langfristige Beziehung. So eine ruhige Hand. Vielleicht überlebst du ja sogar, Menschlein. Was haben wir hier? Hier ist eine Kiste. Ich dass er nicht festhalten kann. Okay, und wie komme ich da rein? Ja, ich würde da gerne reinkommen. Was zum Abstehen? Ah, da. Stehe. Oh Gott, da brauchst du einen Riesenbogen. Easy. So. Ich glaube, das war's dann jetzt hier, oder? Noch ein Rätsel.
Ah, okay. Verstehe. Ach so, macht zwei, ja, okay. Ich hätte gedacht, du musst das im Flug fangen. Aber dem ist wohl doch nicht so. Noch ein Blitz. Sind wir hier fertig? Bewaffnet mit der Beweglichkeit des Achilleus, der Schnelligkeit von Atalante, dem Verstand von Odysseus und der Kraft des Herakles war Phoenix bereit, sich allem zu stellen, was das Schicksal für ihn geplant hatte. Das war's? Das ist alles, was für ihn spricht? Na, viel Glück. Zum Helden werden. Abgeschlossen. Ich bin fast eine Marke. Der Wunsch, seine Kameraden und seinen Bruder zu retten, trieb Phoenix voran. Zu einfach. Gib dich zum Tempel des Apollon. Mach mal. Phoenix sah, dass Typhonscherben den Fremden in die Ecke gedrängt hatten. Es gab kein Entkommen. Seine bisher größte Schlacht stand bevor. Oh, ich hoffe, der Fremde stirbt. Schildkrieger ist nicht nervig. Können sich gegenseitig verletzen. Das ist aber was ganz Neues. Mal gucken, wie viel der Bogen an Schaden macht. Okay. Nicht viel mehr als das Schwert. Okay. Es ist vorbei. Du kannst rauskommen. Nein, danke. Kein Interesse. Sei ganz unbesorgt. Wenn ich dich verletzen wollte, könnte ich auch einfach zu dir rüberkommen und dich dort abstechen. Wohl wahr. Gut, dann wage ich es. Phoenix. Interessanter Name. Danke für die Hilfe, Phoenix. Schicke Armschienen. Danke. Ich bin auf dem Weg zum Tempel des Apollon, um das Orakel aufzusuchen. Ich auch. Ist gleich da drüben. Oh, toll. Ich kann jede Hilfe gut gebrauchen. Wir sollten zusammen... Hey, wo bist du hin? Meine Armschienen. Das ist einfach klaut. Dieser kleine Dieb. Ich hab dich gerettet. Ich weiß, wie du dich fühlst. Man tut einfach alles für sie und dann verraten sie einen. Ich mach mal kurz eine kleine Pipi-Pause. Ich bin gleich zurück. Bis gleich.
Und da bin ich wieder. Weiter geht's. So, wir müssen jetzt hier das Tor wegmachen, so wie es aussieht. Das heißt... Ach, warte mal, ich habe eine Idee. Easy. Was soll denn das? Wer baut denn so einen Eingang? Ein Zirkusartist? Ein Magier? Keine Ahnung. Sind die Sterblichen nicht entzückend? Die kann ich benutzen, okay. Hier muss auf jeden Fall ein Schweres drauf. Warum musst du dich doch dicht drauf schieben? Das hab ich ja eigentlich alles erhoben. Hi, Cora. Kannst du eine Vase nehmen? Nee. Aber es ist schon offen, oder? Nee. Doch. Komm näher. Tritt in das Licht. Die Mysterien, die ich zu bieten habe, sind so unzählbar wie die Sandkörner, die die Erde bedecken. Wie lautet deine Frage? O weises Orakel, wie mache ich den Fluch rückgängig, der alle in Stein verwandelt hat? Puh, also das ist eine wirklich gute Frage. Ich weiß es nicht. Es ist ein Mysterium. Na gut, dann wie bekomme ich meine Armschienen zurück? Ah, ein weiteres Mysterium. Ja, deshalb komme ich zu dir, dem Orakel. Ah ja, nun, was das angeht. Ich bin nur der Priester. Das Orakel wurde zu Stein verwandelt. Aber dieser Rauch hier ist ziemlich speziell. Glaubst du, der Sand heißt Sand, weil er zwischen der See und dem Land? Hast du einen kleinen Kerl mit goldenem Haar gesehen? Nein? Dann gehe ich jetzt. Was ist denn? Du hast gesagt, du gehst, aber du bist immer noch da. Mein Bruder wurde in Stein verwandelt und ich kann ihn nicht retten. Der eine, dem ich helfen wollte, hat mich beklaut. Und alles, was du kannst, ist lachen. Boah, das ist alles wahr. Bist du das Orakel? Oh, könntest du mir auf dem Weg etwas mitbringen? Ich verhungere! Der Vater, den du kennst, ist nicht von deinem Blut. Zum Sieg führt ein gekrönter Berg. In lockiger Flut, dem Untier dürstet es nach den göttlichen Makeln. Heldenmut reißt dir den Biest aus den Tentakeln. Der geflügelte Bote hilft, auf in die Schlacht, auf das bald jeder aus... Ich muss noch mal kurz weg. Bis gleich.
So, da bin ich wieder. Aber ich muss den Stream leider mal kurz beenden gleich. Aber erst gucken wir uns das noch an. Erde der Sturmsee, Schmiedefeuer entflammt, weißes Kind überzeugt, Feder leichter Verstand. Endlich das Kind der Tethys, den Vater zum Hohne, kühn in die Höhe, ein Zuhause zum Lohne. Oh, das nenne ich mal eine Prophezeiung. Was denn? Ist es nicht seltsam, dass es auch Weissagung heißt und ich gar nicht weiß, was ich sagte? Halt! Dieb! Nimm deine Armschienen zurück. Wo du hingehst, wirst du sie brauchen. Komm mit mir. Nein! Gut, es tut mir leid, dass ich dich beklaut habe. Manchmal kann ich nicht anders. Das ist ein Problem. Also, wieder gut? Nicht mal ansatzweise. Ich brauchte eine Gabe für das Orakel. Ich dachte, du wärst ein Niemand und mochte deine Nase nicht. Aber das liegt jetzt hinter uns. Wir müssen los. Meine Nase? Wir haben nicht viel Zeit. Er wird bald hier sein. Wer? Ich habe genau das Richtige, um dich zur Hauptinsel zu bringen. Wo sind diese Flügel? Diese? Wer ist hier der Dieb, hm? Guck nicht so süffisant. Sie würden ohnehin noch nicht fliegen. Du musst das fehlende Teil finden. Was meinst du mit fliegen? Konzentrier dich. Danach brauchen wir auch noch einen Krug von Aiolos. Ist der da drin? Ich beginne mit den Vorbereitungen. Wir treffen uns am Observatorium, wenn du den Krug hast. Ich verstehe nicht. Du schwebst in großer Gefahr. Lass mich dir helfen. Ja, schön. Aber du hattest gesagt, dass... Und weg ist er. Na gut. Ich muss mir etwas einfallen lassen, um da durchzukommen. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt erstmal den Stream Schluss. Ich werde Phoenix Rising in zwei Teile teilen und werde später nochmal den Stream anmachen. Ich muss jetzt nochmal schnell weg. Aber danke fürs Zuschauen. Bis zu Part 2 von Phoenix Rising. Bis dahin, haut rein. Euer Doomsday bei DGV.